So. Ach so, wieso staut jetzt? Die rutscht auch noch mit, guck mal. Das ist wie ein 20er. Der hat halt da hinten das Blech drüber. Luftfilter, da war der lange draufgesteckt, aber das Blech gehört wohl nah. Fußgas, Fußbrems, Sechsgang. Trommelbremse, Zapfwelle. Ersatzriemen, den anderen Riemen habe ich schon drauf gemacht. Da. Das ist jetzt der Lüfterbock, weißt du, der ist länger. Wegen den Gasschleusern und so weiter. Und die Kühlerelemente sind auch höher. Wie beim normalen. Ja. Gussfelge. Ein ganz anderer Tank. Das ist ein Holzgastank. Den haben die da umgeschweißt. Das ist normal beim Holzgasrückbau. Das ist auch alles Holzgas. Ja, da hat er halt mal eine abgekriegt, ja, mein Gott. Ein Stopfer fällt. Und die, was die ist. Und mal gucken, wenn er Kompression hat, ist gut. Steigrohr ist höher wie bei den normalen. Ja, genau. So. Glaubt, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Ein Kolbe ist drinnen. Das habe ich getestet. Jetzt wird es interessanter. Irgendwo blast er noch ein bisschen. Der blaust jetzt noch irgendwo. Na, jetzt nicht mehr ablassen, dann reicht es vielleicht zum Laufen. Aber das sieht alles alt und ungeöffnet aus. Das haben sie auch schon verlängert. Aber das ist nicht lang genug, das passt jetzt. Um 5 mm, das haben sie da hinten verlängert schon. Aber zu kurz. Da hinten. Ich muss den Kühler mal genau angucken, das ist fest. Das ist halt auch los. Die sind los. Da hinten ist mal dichter. Wo die Kühlermutter fällt. Alles
Berliner Eisen, aber das wird mittlerweile auch relativ hoch gehandelt.